vor bei uns im Studio Professor Christiane Landfried. Ja, Professor Lemke. Und wir richten den Blick nach vorne. Was hat die Welt zu erwarten von einem Präsidenten Donald Trump? Er hat gesagt, America first, aber er hat in seiner Rede jetzt auch gesagt, Partnership. Not Konflikt, Partnerschaft, nicht Konflikt. Das ist das, was ich mit den anderen Staaten dieser Welt haben möchte. Ja. Also aus den Fernsehdebatten kennen wir Umrisse seiner Vorstellung zur Weltpolitik. Was uns sehr nachdenklich macht, ist die Tatsache, dass er eigentlich überhaupt keine internationale Erfahrung hat, dass ihn die Außenpolitik auch nicht besonders interessiert. Das wird nicht sein Haupttätigkeitsfeld sein. Er gehört eher der Schule der Neorealisten an, wenn man so will, der sehr viel Wert legt auf eine militärische Stärke der USA. Also bereit zu sein, militärisch bereit zu sein, wenn es Krisen gibt, aber dass er sich aktiv einmischen würde oder auch eine stärkere Rolle der USA zum Beispiel in Syrien oder überhaupt im Nahen Osten befürworten würde, das ist nicht der Fall. Also ich denke, er wird zunächst auch erstmal sondieren, was er machen kann, aber er wird sich nicht aktiv also einmischen wollen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Russland-Frage. Da ist natürlich im Kongress, im Senat und Abgeordnetenhaus eine große Unterstützung für die Sanktionen gegenüber Russland. Man fürchtet auch, dass die Politik gegenüber der Ukraine und vor allen Dingen auch die Annexion der Krim, das ist sehr scharf kritisiert worden in den USA, dass das vielleicht so eine Art Muster ist, um dann Ostmitteleuropa vielleicht in Gefahr zu bringen oder die baltischen Staaten. Also da muss er auch mit dem Kongress arbeiten und mit Kongressabgeordneten, für die das also ein großes Problem wäre, wenn er jetzt sagt, ich bin der beste Freund von Russland und was die Europäer sagen, interessiert mich überhaupt nicht. Wobei diese Frage, wie man mit den Putin und Russland umgehen soll, ja auch in Europa durchaus umstritten ist. Also die italienische Position oder auch die Position des deutschen Außenministers ist ja durchaus so, wir müssen wieder mehr mit Russland ins Gespräch kommen. Also da gibt es ja durchaus Verbindungen zwischen europäischen Sozialdemokraten und Donald Trump, ironischerweise. Ironischerweise kann man sagen. Wobei, also für Donald Trump ist vielleicht eher die Person Putin interessant, aber Russland als Land ist für ihn eigentlich eher unwichtig. Er weiß auch sehr wenig darüber. Und was uns Sorgen bereitet, ist eher seine Position gegenüber dem Iran-Abkommen. Darüber ist ja sehr lange verhandelt worden. Dann ist schließlich ein Abkommen erzielt worden, an dem die Amerikaner, aber auch die Europäische Union ja maßgeblich beteiligt waren. Und da hat er gesagt, er will dieses Abkommen aufkündigen. Er hält das für den größten Fehler überhaupt. Und da findet er durchaus Unterstützung, auch im Kongress. Also an dem Punkt, glaube ich, müssen wir auch sehr aufmerksam beobachten, ob er in diese Richtung aktiv wird. Ja, soweit also John Podesta. Das ist der Chef der Kampagne von Hillary Clinton. Hillary Clinton sendet da jetzt an diesem Morgen, Nacht amerikanischer Zeit, zwei ganz unterschiedliche Signale auf. Einerseits ruft sie bei Donald Trump an und gesteht telefonisch ihre Niederlage ein. Andererseits verweigert sie das, was eigentlich üblicherweise auch geschieht, dass sie noch mal für ihre Anhänger tritt und sagt, okay, ich habe verloren und Trump ist unser nächster Präsident. Ja, also ich denke, sie ist zutiefst enttäuscht. Also es hatte jeder damit gerechnet, dass sie gewinnt. Ich hatte gerade in New York und auch in North Carolina bei meinen Wahlbeobachtungen festgestellt, es gibt so viele Freiwillige, es gibt so viele Menschen, die sich enorm eingesetzt haben für sie. Und sie muss über dieses Ergebnis wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht sein. Ich glaube, das muss sie erst mal verarbeiten. Deswegen tritt sie noch nicht vor die Kameras. Und ich rechne damit, dass sie morgen, also am Mittwoch USA-Zeit, dann auch ihren Unterstützern, ihren Wahlhelfern danken wird. Für sie ist das eigentlich ein Abschied aus der Politik. Also ich denke, sie wird in der Clinton Foundation weiter aktiv sein. Aber politische Ambitionen wird sie nicht mehr entwickeln. Nicht nur aus Altersgründen, sondern auch, weil sie eigentlich, ja, sie ist die ständige Zweite. Und das ist eine gewisse Tragik. Und damit wird sie sich verabschieden, lebensbiografisch. Sie hat sehr viel erreicht. Aber sie hat dieses letzte Ziel, eben Präsidentin zu werden, nicht erreicht, obwohl sie sich sehr eingesetzt hat, sehr viele Menschen sie unterstützt haben. Und ich denke, dass sie sich jetzt erstmal zurückzieht, das muss man menschlich einfach erstmal akzeptieren.
Ja. Und wir wollen weitere Reaktionen einholen. Und dazu schalten wir jetzt nach Brüssel zu meinem Kollegen Armin Staudt. Guten Morgen nach Brüssel. Ich höre gerade, Brüssel ist noch nicht so weit. Dann kommt das demnächst und wir können das hier an dieser Stelle fortsetzen. Woran lag es denn, dass Hillary Clinton, obwohl sie in den Umfragen deutlich geführt hat, am Ende doch verloren hat? Ja, also ich vermisste die Begeisterung, die man noch bei Barack Obama gespürt hat. Die Begeisterung für eine Persönlichkeit, die ja als erste Frau überhaupt nominiert wird. Das ist schon was außerordentlich Besonderes. Aber trotzdem gab es immer Aber. Und was ihr geschadet hat, waren zwei Dinge im Wesentlichen. Sie hat tatsächlich durch die E-Mail-Affäre, also die Benutzung ihres privaten Servers für E-Mails während ihrer Zeit als Außenministerin, dieses Thema hat sie nicht mehr verlassen. Das ist also für sie so eine Art Schatten gewesen, der über der gesamten Kampagne gelegen hat. Und das Zweite ist, dass sie ist natürlich Teil einer Dynastie, wenn Sie so wollen. Nicht? Das war Bill Clinton, war Präsident. Sie war damals schon politisch aktiv. Und man hatte also als Wähler das Gefühl, das sind Oligarchien in Washington, die das Sagen haben, die auch sehr eng verbunden sind mit Wall Street und mit Geld, mit großem Geld. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wenn schon eine Frau, dann möchten wir ein frisches Gesicht und jemanden, der auch authentisch ist und nicht verknüpft ist mit dem Ganzen, was man so als Filz empfindet des Establishments. Wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, was da in den USA passiert ist. Da hat ein Kandidat, Donald Trump, gewonnen, der das komplette Establishment, auch seiner eigenen Partei, gegen sich hatte. Die Medien waren gegen ihn. Er hat sich so viele Ausrutscher erlaubt im Wahlkampf und am Ende doch triumphiert. Er hatte im Vergleich zu Hillary Clinton einen viel, viel kleineren Apparat. Die hatte ja Hunderttausende von Helfern, die für sie von Tür zu Tür gegangen sind und um Unterstützung gebeten haben. Und nicht zuletzt, Hillary Clinton hatte einen doppelt so hohen Etat wie Donald Trump. $1 Milliarde hat Hillary Clinton eingesetzt, 500 Millionen Donald Trump. Und trotzdem hat Donald Trump gewonnen. Weil, was hat er richtig gemacht? Ja, also was ihm sehr genützt hat, ist seine Showmaster-Erfahrung. Und die Medien haben sehr früh und wie ich finde eigentlich auch unverantwortlich, sehr früh ihm viel Raum gegeben, vor allen Dingen Fernsehen, weil sie ihn kennen aus seinen Fernsehshows, weil er weiß, wie er mit den Fernsehmedien umzugehen hat. Und dadurch hat er eine Popularität erzielt, einen Bekanntheitsgrad, den keiner der anderen im Vorwahl überhaupt hat erzielen können. Das war das eine. Dafür hat er nichts bezahlt. Da hat er praktisch aufgebaut auf seiner Biografie. Und das Zweite ist, er ist ein Twitter-Präsident. Ich sage das jetzt mal so etwas salopp. Das heißt, er hat Twitter und auch die neuen sozialen Medien sehr intensiv genutzt. Das ist billig. Da muss man keine teuren Anzeigen schalten. Kommt aber eben bei einer großen Menge der Bevölkerung an. Also er kann damit viele Menschen erreichen. Und er kann eben auch kurze, knackige Botschaften raussenden. Das hat ihm auch viel genutzt. Aber ich denke, man muss auch sagen, dass er ein politisches Gespür hat für, wie er das nannte, die Amerikaner, die bislang nicht zum Zuge gekommen sind. Also diese schweigende Mehrheit haben wir das früher genannt. Die ist so schweigend eigentlich nicht. Aber für Menschen, die bislang im politischen Leben eben wenig Aufmerksamkeit erzielt haben, zumindest in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren. Und da hat er schon ein Gespür, das er dann umgesetzt hat in sein Narrativ. Euch geht es schlecht, ich werde euch helfen. Und das ist schon eine, ich sag mal so, eine politische Begabung. Wir dürfen gespannt sein, ob er diesen Wählern dann wirklich was bieten kann, der enttäuschten Mittelklasse der Vereinigten Staaten, diejenigen, die von der Globalisierung nicht profitiert haben, sondern unter ihr leiden. Da hat er sehr, sehr große Versprechungen gemacht. Die Frage ist, kann er da auch nur einen Teil davon einlösen? Wir haben weitere Reaktionen. Wir beginnen mit Martin Schulz, dem Präsidenten des Europäischen Parlaments. Bei uns im Studio nach wie vor Christiane Lemke, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität in Hannover. Es zieht sich ja durch all diese Reaktionen, durch diese Hoffnung, okay, da hatten wir diesen polternden Wahlkämpfer Donald Trump. Aber hoffentlich ist der Präsident Trump ein ganz anderer.
Wie realistisch ist das? Ja, also Persönlichkeiten spielen natürlich eine Rolle. Nicht? Also wenn man sich die amerikanischen Präsidenten anschaut, Temperament, Charakter, all das spielt natürlich auch in die Führungspersönlichkeit mit hinein. Und der wichtige Punkt wird jetzt sein, welches Team stellt er auf? Wen zieht er heran als Berater und auch als in den verschiedenen Ministerposten? Ich nehme an, dass er auch aus der Bush-Administration, also George W. Bush, einige Politiker in sein Team mit aufnehmen wird. Also davon wird jetzt sehr viel abhängen. Die Republikaner sind traditionell immer freihandelorientiert gewesen. Also an dem Punkt könnte es durchaus sein, dass er dort auch aus der Republikanischen Partei bestimmte Vorstellungen, bestimmte Wünsche mitbekommt, sodass, was gerade im Beitrag gesagt wurde, nachher die Umsetzung seiner Politik in Bezug auf Freihandel gar nicht so scharf ist, wie er das jetzt im Wahlkampf gesagt hat. Also das Team wird wichtig sein, aber seine Persönlichkeit lässt natürlich Zweifel aufkommen an der Stetigkeit seiner Politik. Nicht, dass er das, was er jetzt im Januar, wenn er das Amt antritt, als Ziel verkündet, bleibt er dabei? Und setzt er das um? Oder ist dann vielleicht im halben Jahr ein ganz anderes Thema wichtig oder in einem Jahr, dass er dann also auch diese Sprunghaftigkeit behält? Das könnte durchaus sein. Und das würde uns sehr viel Probleme bereiten, weil alle internationalen Verhandlungen, auch die Handelsabkommen, brauchen Zeit. Das kann man nicht einfach mit Fingerschnipp von heute auf morgen abschließen oder aufkündigen. All das braucht sehr, sehr lange, um verhandelt zu werden. Also dafür braucht man auch Ausdauer. Dafür braucht man auch Kompromissfähigkeit. Und das sind zwei Qualitäten, die Donald Trump selber so gar nicht hat. Die Republikaner haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und die Mehrheit im Senat. Donald Trump ist Republikaner im Weißen Haus. Also beste Voraussetzungen für das, was Donald Trump im Wahlkampf immer angekündigt hat, nämlich das Erbe von Obama wieder rückabzuwickeln. Ja. Was passiert mit all dem, was Obama gemacht hat? Zum Beispiel Obamacare, der Gesundheitsreform. Das wurde gerade in dem Beitrag aus Brüssel auch deutlich. Ich glaube, Martin Schulz hat es gesagt, dass die Innenpolitik wahrscheinlich das größere Problemfeld sein wird, wo Donald Trump von Anfang an, also sobald er das Amt antritt, auch andere Weichen stellen wird und mit Sicherheit in der Gesundheitsreform, da gibt es sehr viel Kritik aus dem republikanischen Lager, dass der Bundesstaat Menschen verpflichtet, sich Kranken zu versichern, was für uns selbstverständlich ist. Das ist in vielen Bundesstaaten sehr umstritten. Und an dem Punkt rechne ich mit einer ersten Initiative, Obamacare wieder abzuschaffen. Das zweite ist die Einwanderung. Obama hatte über präsidentielle Erlasse, zum Beispiel denjenigen, die ohne Papiere in den USA leben, die dort schon geboren sind, ermöglicht, dass sie eben auch zur Schule gehen können, zur Universität gehen können, obwohl sie keine Green Card oder keine Staatsbürgerschaft haben. Auch das, weil das ein präsidentieller Erlass ist, kann Donald Trump sofort ändern, auch relativ einfach mit einem Federstrich, und dann eben auch ein Einwanderungsgesetz verabschieden, das sehr viel mehr auf bestrafende Maßnahmen, Deportationen, Grenzsicherung setzen wird, als Obama das getan hat. Das sind zwei Kernbereiche. Das dritte ist der oberste Gerichtshof. Die Republikaner haben die Besetzung des freien Richterpostens im Supreme Court blockiert, mit Verweis darauf, dass nach den Wahlen, hoffentlich Donald Trump dann, der neue Präsident einen Richter beruft. Und an dem Punkt geht es natürlich auch an grundlegende gesellschaftliche Fragen. Es wird ein sehr konservativer Richter sein. Das Abtreibungsrecht, das ist ja legal. Die Forderung aus der Republikanischen Partei ist, dieses Recht abzuschaffen. Also das ist der eine Punkt, auch zum Beispiel gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Da gibt es ein Urteil des obersten Gerichtshofes. Also in allen gesellschaftspolitischen Fragen ein Rollback. Und insofern ist seine Präsidentschaft wirklich für viele gesellschaftliche Gruppen, Frauen eingeschlossen, Minderheiten, aber auch Einwanderer, eigentlich eine Katastrophe.